Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video bei mir, bei Onkel Retro. Ja, letztes Mal gab es Buzzoff, der ja ganz knapp das Rennen gegen Faker gewonnen hat. Das heißt, Faker ist heute dran. Ja, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass ich mich auf das Unboxing dieser Figur sehr freue, weil Faker ein wirklich toller Charakter ist. Ja, dann würde ich sagen, legen wir mal los, quatschen gar nicht lange drum rum und ja. Packen wir ihn aus. So, bevor wir ihn auspacken, gehen wir noch ein bisschen ins Detail. Wie nicht anders erwartet, eine US-amerikanische Verpackung. So, hier seht ihr mein Gesicht im Hintergrund. Das New Eternia Logo. Hier können wir schon mal einen ersten Blick auf Faker werfen. Also das Gesicht ist auf jeden Fall jetzt schon besser gelungen als das eines Revelation He-Man, das darf ich sagen. So, an der Seite sehen wir ein schönes Artwork. Faker steht kampfbereit, sieht richtig böse aus, seine Augen funkeln und im Hintergrund sehen wir Snake Mountain. Auf der Rückseite haben wir ein richtig tolles Artwork. Hier sehen wir Faker mit der Doppelaxt. Hier leuchten seine Augen nicht. So. Wer ist das? Ist das dieser Barbarian Skeletor? Soll das der sein? Oder irgendein schwarzer Magier? Bin ich mir gerade nicht so sicher. So, hier gibt es was zu lesen. Hier die weiteren Figuren der Wave. Mermen habe ich immer noch nicht, weil ich ihn noch nicht haben will. Grislaw habe ich, Buzzoff habe ich und Faker habe ich. Logisch, das ist ja auch Faker. So, immer noch im Blister, aber zumindest raus aus dem Karton, dass wir schon mal ein bisschen näher gucken können. Das erste, was auffällt, seine Rüstung. Im Vergleich zur Vintage und Origins Variante ist die Farbe jetzt verändert. Die Rüstung ist nicht orange. Ja, hier mal zum Vergleich der alte Kollege. Ich weiß nicht, ob man es durch die Kamera jetzt gut sehen kann, dass die Rüstung orange ist, aber mein Gott, ihr seid Kids der 80er wie ich, ihr wisst, wie Faker aussieht. So. Und hier ist seine Rüstung ja, eher Richtung Sink Pink. Ja. Die Doppelaxt ist in Orange, das ist schon mal schön. Ich habe erst gedacht, das hier wäre ein Farbfehler, aber nee, da ist einfach die Farbe abgesplittert, das ist Absicht. Ja, klar. Ne, man soll ja schon erkennen, dass das alles so ein bisschen imitiert ist. Sieht auf jeden Fall gut aus. Wechselhände gibt es. Ich hoffe nicht, dass ich die brauchen werde. Und ja, holen wir doch mal raus. Ja, Freunde, das ist doch ein Kopf, den ich mir für den Revelation He-Man gewünscht hätte. Und ich finde, er ist wirklich gut gelungen. Seine Augen scheinen strahlend weiß zu sein. Also man muss sich halt vorstellen, wie Fakers Augen dann funkeln. Ne, wie wir es hier zum Beispiel in dem Artwork sehen. Das ist damit angedeutet mit diesen Augen. Und das funktioniert auch recht gut, wie ich finde. So. Ja, mit der Rüstung, also mit dem Sync Pink, muss ich mich ehrlich gesagt erst noch anfreunden. Ja, wir werden ihn die Rüstung gleich mal abnehmen, weil Faker hat ja auf seiner Brustplatte so eine Computerschalttafel und ich meine, die guckt ja schon sogar ein bisschen raus. So, ja, die Doppelaxt, wie gesagt, das ist natürlich kein Farbfehler. Also man sieht hier an mehreren Stellen, klar, hier sieht man es ganz deutlich, statt Orange, Silber. Und wenn ihr genau hinguckt, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, dann seht ihr hier an verschiedenen Stellen, dass die Farbe ebenfalls abgesplittert ist. Ne, aber wie gesagt, das ist Absicht. Genau wie hier am Gürtel. Faker ist halt nicht vollständig. Faker ist nicht vollkommen. Weil er hat Kampfspuren. Das passt. Das ist wichtig. So, zum Vergleich nochmal die beiden Kollegen. Origins und es ist jetzt kein Vintage Faker, es ist Commemorative Faker von 2001. Der mittlerweile auch schon einige auf dem Buckel hat, aber dem Vintage Faker halt sehr gut nachempfunden ist. Faker ist ein cooler Charakter. Das ist einfach so.
Wie gesagt, in dieser Variante ist er zumindest mit dieser Rüstung etwas gewöhnungsbedürftig. Ich kann ja gleich mal versuchen, ihm die Origins-Rüstung anzuziehen. Mal gucken, ob das funktioniert. So, zuerst schauen wir uns das Ganze nochmal von hinten an. So, hier kann er sein Schwert reinstecken. Die Zauberschwertimitation. Ja. So weit, so gut. Jetzt nehmen wir mal die Rüstung ab. Ja, also ich finde, ohne seine Rüstung sieht er sogar noch besser aus. Noch cooler, noch gefährlicher, noch böser. Und ja, an die Schalltafel wurde gedacht. Hier zum Vergleich der Origins Faker. Also die Schalltafel ist hier wirklich nahezu identisch. Das hat man gut hinbekommen. Übrigens, der Commemorative Faker von 2001, der hat keine Schalltafel. Ich weiß nicht, hatte der Vintage Faker eine? So. Sieht auf jeden Fall richtig cool aus. Ich neige wirklich dazu, die Rüstung abzulassen bei ihm. Sag doch mal selber, der sieht doch ohne Rüstung viel besser aus. Und dieser Kopf, das ist wirklich der beste He-Man-Kopf, den ich in der Masterverse-Reihe bisher gesehen habe. Und es ist noch nicht mal ein He-Man. Ich meine, ich will jetzt wirklich nicht stänkern, ne? Aber schaut euch bitte den Revelation Faker an. Der hat ja trotzdem das Milchbubi-Gesicht des Revelation He-Man. Ne? Und den Revelation He-Man. Ja, also da kann man echt nur den Kopf schütteln über das Gesicht. Selbst der Savage He-Man hier von Revelation, selbst der hat dieses Milchbubi-Gesicht. Tatsächlich haben die das erst beim New Eternia Faker so richtig gut hinbekommen. Ich bin ja schon froh, dass ich die Wechselhände nicht brauche. Weil die Hände zu wechseln bei den Figuren, das ist echt immer. Nee, das ist kein schönes Abenteuer, wirklich nicht. Ach ja, ich wollte ihm mal die Origins-Rüstung mal zum Vergleich anziehen. Okay, funktioniert nicht ganz. Die Rüstung ist ihm einfach zu klein. Klar, die Origins-Figuren sind ja auch kleiner als die Masterverse-Figuren. Deswegen passt das nicht so wirklich und naja, sieht auch nicht wirklich toll aus. Aber Freunde, beim Drehen der Figuren ist mir etwas aufgefallen. Der New Eternia Faker hat ein paar Dinge, die der Origins oder auch der Vintage Faker nicht haben. Zum Beispiel hier an der Seite. Guckt euch das mal an. Oder hier auf dem Rücken. Ich weiß nicht, ob das ein Computeranschluss sein soll. Würde Sinn machen. Und natürlich auch die Klamotten, die er so trägt, ob es jetzt der Gürtel ist oder die Fellhose oder die Stiefel. Das ist schon detailreicher als jetzt beim Origins Faker. Definitiv. So, ihr Lieben, jetzt möchte ich wie immer eure Meinung wissen. Was haltet ihr vom New Eternia Faker? Habt ihr euch auch geholt? Werdet ihr ihn euch holen? Findet ihr auch, dass diese Figur viel detailreicher ist als der Origins-Kollege? Findet ihr auch, dass der Kopf viel besser ist? Findet ihr auch die Think-Pink-Rüstung etwas befremdlich? Würdet ihr auch sagen, dass Faker mit freiem Oberkörper und seiner Computerplatte viel cooler aussieht? Lasst uns in den Kommentaren darüber reden. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr euch dieses Video angesehen habt. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich über ein Däumchen nach oben. Falls den Kanal noch nicht abonniert hat, wäre jetzt der richtige Augenblick. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, euer Onkel Retro. Tschüss.